bin von Tennet. Tennet ist ein Übertragungsnetzbetreiber auf der höchsten Spannungsebene. Wir machen im Moment ganz, ganz, ganz viele Projekte und eines dieser Projekte, das Sie gleich sehen, ist von Südlink oder ist Südlink. Und da haben wir das erste Mal GIS-System für die Projektkommunikation und die informelle Beteiligung angewendet. Und ich würde Ihnen gleich berichten, was da gut gelaufen ist, was vielleicht weniger gut gelaufen ist und welche Erfahrungswerte wir daraus gezogen haben. Genau, also um Ihnen so ein bisschen auch zu zeigen oder erläutern zu können, vor welchen Herausforderungen wir standen bei der Projektkommunikation, ein ganz kurzer Blick aufs Projekt. Sie sehen das Projekt hier hinten eingezeichnet. Der Südlink ist ungefähr 700 Kilometer lang, besteht aus zwei Verbindungen. Es wird Windstrom aus dem Norden Schleswig-Holstein eingesammelt und dann über zwei Erdkabelverbindungen nach Bayern bzw. nach Baden-Württemberg transportiert. Wir sind ja auf der Höchstspannungsebene unterwegs, 525 kV, und rein rechnerisch könnten wir mit diesem 10-Milliarden-Projekt bis zu 10 Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Und der Südlink ist ein Erdkabelprojekt. Das war nicht immer so. Ursprünglich sind wir mal als Freileitung gestartet. Dann gab es 2015, 2016 eine Veränderung. Da hat die Politik dann entschieden, die ganzen Planungen können wieder in die Tonne und wir sollen jetzt als Erdkabel weitermachen. Und ein Grund war, dass die Hoffnung da war, dass ein Erdkabelprojekt besser angenommen wird bei der lokalen Bevölkerung als eine Freileitung. Und dann stellte sich natürlich die Frage für mich, mein Team, ja, was machen wir jetzt überhaupt? Also wenn Kommunikation ein Selbstläufer ist, dann ist es ja vielleicht gar nicht mehr erforderlich, dass wir so kommunizieren und die Leute beteiligen, wie wir es bisher gemacht haben. Allerdings, es war relativ schnell klar, dass dass sich die Akzeptanzrisiken ja nur verschieben. Ja, während bei einer Freileitung, die sieht man, gibt es eher Widerstände wegen der Auswirkungen aufs Landschaftsbild, wegen der Sichtbeziehungen. So ein Mast ist ungefähr 50, 60 Meter hoch. Aber beim Erdkabel hat man umgekehrt viel, viel, viel größere Auswirkungen im Bau. Klar, man muss ja nicht alle paar hundert Meter einen Mast aufstellen, sondern pflügt einmal komplettes Grundstück auf. Und die Landwirte haben berechtigte Sorgen, was jetzt die mittel- und langfristigen Ertragsentwicklungen angeht. Also ganz konkret, ob sie einfach weniger Ertrag auf ihrem Boden haben als zuvor. Und deswegen war klar, dass die Akzeptanzprobleme sich eben nur verlagern, hin zu den Eigentümern, vor allem zu den Landwirten. Und deswegen war für uns auch von vornherein festgestanden, dass wir auch mit einem Erdkabel die Leute einbeziehen müssen, bei der Planung beteiligen müssen, um da ein Stück weit Vertrauen und auch Akzeptanz herzustellen. Nur die Frage ist halt, wie macht man das bei einem 700 Kilometer langen Projekt mit zigtausend Stakeholdern? Also ich habe Ihnen mal die Phase mitgenommen, noch vor dem eigentlichen Verfahren, da hatten wir nicht nur 700 Kilometern, sondern wir haben insgesamt 2000 mögliche Verläufe abgeprüft, um dann letztendlich einen eben auszuwählen, den Sie vorhin auf der Karte gesehen haben, mit 400 Kommunen und mehr, mit Zehntausenden potenziellen Betroffenen. Ein relativ kleines Zeitfenster, man mag es kaum glauben. Wir sind 2015, 2016 gestartet und fangen jetzt erst zu bauen an bei dem komplizierten Genehmigungsverfahren. Aber für die Beteiligung hatten wir gerade mal 6 Wochen bei, wie gesagt, Zehntausenden potenziell Betroffenen. Und es ist eine relativ komplexe Methode. Und da war klar, wir werden nicht mit jedem reden können in dem kurzen Zeitraum. Und es war deswegen auch relativ schnell für uns festgestanden, dass wir ein Online-Beteiligungstool brauchten. Und da haben wir einfach das GIS-System, das unsere Planer ohnehin nutzen, genommen und als Basis darauf aufbauend dann nochmal ein Online-Beteiligungstool für die allgemeine Öffentlichkeit hergestellt. Ich habe hier Ihnen mal einen Screenshot eingefügt, dass es sah vor 8 Jahren oder vor 6 Jahren auch schon ziemlich old-fashioned aus. Man war damals schon Google Maps gewöhnt und da hatten wir uns auch die Frage gestellt, ob wir da wirklich mit dem hier arbeiten können. Allerdings war das bewusst so. Wir haben eine Zielgruppe, die ist nicht urban und so technik- und digitalaffin und wir wollten einerseits und andererseits eben auch wirklich den Leuten zeigen, mit welchen Planungstools wir arbeiten, um damit auch maximale Transparenz herzustellen, was die Beteiligungsmöglichkeiten dann für die allgemeine Öffentlichkeit angeht.
Sie sehen schon hier bei den Punkten hier, wir haben viele, viele Hinweise bekommen, die wir abprüfen müssten. Die meisten über dieses Online-Beteiligungstool, aber ein Learning war, so gut das funktioniert hat, ich werde Ihnen das später nochmal zeigen, nur online funktioniert auch nicht. Also ich hatte einerseits über die Zielgruppen geredet, da ist eine sehr, sehr komplexe Methode dahinter und da ist relativ schwierig für jemanden ohne den fachlichen Background sich so zu beteiligen und dieses Tool so zu nutzen, damit auch wirklich diese Hinweise in die Planung aufgenommen werden können. Und deswegen haben wir von Anfang an eine Mischung gemacht, analog und digital. Das heißt, wir waren auch vor Ort, haben das erklärt, aber vor Ort war auch das Tool, das wir am meisten eingesetzt haben, dieses WebGIS, also Beteiligungstool. Das hat super funktioniert und wir haben da auch viele, viele Hinweise eingesammelt. Ich habe Ihnen mal von dem ersten Verfahrensschritt so eine Zusammenfassung mitgenommen. Also wir haben insgesamt 19.000 Hinweise eingesammelt. 13.000 davon waren Bürgeranfragen, also 19.000 waren wirklich planungsrelevant. Da kommen ja auch immer andere Hinweise rein. Aber auch nur, dass Sie sich so ein bisschen die Dimension vorstellen können. Allein die Antragsunterlagen in dieser Phase waren 1 Million DIN A4 Seiten. Das liest niemand mehr durch, der nicht gerade die Genehmigungsunterlagen erstellt oder abprüft. Und deswegen hatten wir auch schon aus dem Grund ein niedrigschwelliges Beteiligungstool gebraucht. Und ja, wir sind auch einiges an Kilometern gefahren, einmal, zweimal um die Welt mit 80.000 Kilometern allein in dieser Phase, um dann eben auch vor Ort zu zeigen, wie man mit diesem Online-Beteiligungstool dann arbeitet. Schauen wir auf die Uhr, dass ich einigermaßen in der Zeit bleibe. Aber ich hatte es gesagt, wir haben nicht nur viele Hinweise eingesammelt, sondern wir haben auch wirklich sehr, sehr sinnvolle Hinweise bekommen, die dann auch später in die Planung Eingang gefunden hat. Bevor wir überhaupt gestartet sind, haben wir das Korridornetz an knapp 30 Stellen verändert. Das heißt, wir hatten tatsächlich schon ganz, ganz viele Stellen, die wir sonst im Verfahren und mit diesen komplizierten und langfristigen Prüfungsregeln hatten wir schon vor dem Verfahren abprüfen können oder lösen können. Und es kam noch hinzu, dass wir über dieses Online-Beteiligungstool und durch die Gespräche, die wir auf dieser Basis geführt haben, auch ganz viele Hinweise, die eingebracht wurden, transparent und für die Öffentlichkeit nachweisbar zeigen konnten, warum bestimmte Hinweise, die eben nicht zu einer Verbesserung der Planung geführt haben, auch nicht berücksichtigt haben. Und es geht auch weiter. Also das war die erste Phase. Wir sehen die positive Wirkung, die diese Beteiligungsstrategie mit dem Online-Beteiligungstool gezeigt haben, auch aktuell. Aktuell sind wir noch teilweise mit dem Abschnitt in dem Planfeststellungsverfahren. Das heißt, da wird der tatsächliche Verlauf festgelegt. Sie sehen hier zwei Varianten eingezeichnet, mal exemplarisch. Die eine hatten wir vorgeschlagen. Die andere hatten wir dann, kam vom Hinweisgeber rein über das GIS-System und letztendlich haben wir uns auch dafür entschieden. Und wie was eine Beteiligungsstrategie mit so einem Online-Tool auch wirklich bringt, sieht man eben aktuell auch im Planfeststellungsverfahren. Wir haben eigentlich keine neuen Alternativen, also normalerweise kommen da Unmengen an Alternativen rein. Wir haben fast keine planungsrelevanten Hinweise mehr. Und es geht so weit, dass Erörterungstermine, also das ist der Termin, bei dem die Hinweise, die eingekommen werden, dann mit der Behörde besprochen werden, dass die komplett abgesagt werden. Und wer so ein bisschen die Historie mitbekommt von so großen Gleichstromprojekten wie den SüdLink und weiß, was da mal vor 6, 7 Jahren sich für Kritik entzündet hat, ist das wirklich eine super Leistung. Nicht nur die Kommunikation, also mein Team, sondern das war eine Gemeinschaftsleistung. Auch durch eine gute Planungsleistung, aber auch, dass wir die Öffentlichkeit über 700 Kilometern oder am Anfang 2000 Kilometern geschafft haben, so einzubeziehen, dass sie auch mit ihren berechtigten Belangen sich zu Wort melden konnten. Ich habe noch eine Folie und dann bin ich auch durch. Dann bin ich einigermaßen in der Zeit. Jetzt bereiten wir uns auf den Bau vor oder sind teilweise auch schon im Bau und auch da werden wir das GIS als zentrales Kommunikationstool weiter nutzen, nicht mehr als Beteiligung, weil es gibt da nichts mehr zu beteiligen, die Trasse steht jetzt fest, aber als Informationstool und BIM ist ja, glaube ich, hier auch teilweise ein Thema. Wir verschneiden im Moment oder wir ziehen die BIM-Daten im Hintergrund rein. Hier habe ich Ihnen mal einen Ausschnitt gezeigt für die Elbequerung, da sieht man das Schachtbauwerk.
Und wir werden das jetzt in den Monaten noch so weiterentwickeln, dass man eben immer über einen Zeitregler genau sehen kann, wo ist die Baustelle, welche Straßen sind gesperrt, dass auch weiterhin die Bevölkerung sich eben über dieses interaktive Tool informieren kann über den Baufortschritt. Und ich glaube, das war auch meine letzte Folie. Und dann habe ich wieder 1-2 Minuten reingeholt. Also das Resümee würde ich sagen, so ein Online-Beteiligungstool ist sehr, sehr gut, ist eigentlich unverzichtbar in der jetzigen Zeit und vor allem bei linienhaften Infrastrukturprojekten. Man muss aufpassen, dass es nicht zu viele Hinweise werden, weil die muss man ja auch abarbeiten. Ne? Also wenn man für 7000 Hinweise 6 Wochen Zeit hat, dann ist es schon knapp. Aber entsprechend dosiert genutzt und fokussiert für die entsprechenden Regionen, wo es vor allem Planungskonflikte gibt. Das ist aus meiner Sicht ein unverzichtbares Tool und wird auch bei den anderen Projekten bei der TenneT mittlerweile umgesetzt.